Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Let's Play auf meinem Channel Lucia Dragonmary. Ja, 16.16 Uhr ist auf meiner Uhr. Es hakelt wieder. Yay, die Sonne geht auf. Was wollten wir denn eigentlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe zwar die Videos jetzt geschnitten. Das letzte, was ich gestern aufgenommen habe, das lädt noch, also das speichert noch. Aber ich lade jetzt. Ja, bis zum 10.01. habe ich Videos dann bald hochgeladen. Ich hätte wahnsinnig gerne das Feld. Eier und Kohle brauche ich, genau. Auf dieser Ebene möchte ich arbeiten. Das heißt, da gehört verdammt viel weg. Beziehungsweise muss ich da unten zubauen. Wobei der Turm wäre fast wichtiger als das Feld. Aber naja. Auf jeden Fall merke ich gerade, dass die Musik fehlt. Moment. Sorry. Schon wieder. Das ist mir letzten Mal ja auch passiert. Und da bin ich drauf gekommen, wenigstens vorher. Irgendwie denke ich mal, es ist so still. So. Schon viel besser. Perfekt. So. Ja, meine Themen heute sind eigentlich gar nichts. Ich habe wieder einmal nichts vorbereitet. Juhu. Das heißt, das wird eine hauptsächlich Baufolge und weniger Geschichte. Wobei ich gesehen habe, dass diese Videos sehr gut ankommen mit Geschichten von damals. Also was mir schon mal passiert ist oder so. Videovorschlag war jetzt bei mir vorhin, als ich die Videos hochgeladen habe, werden ja auch immer Videos vorgeschlagen. Immer wenn man auf YouTube kommt. Na, was hakelst denn so? Was mir in meinem Job am schlimmsten passiert ist oder irgend sowas. Ich war ja mal Heimhilfe. Das ist... Also jemand, der keine Ahnung hat, was Heimhilfe ist. Also ich... Es gibt die stationäre und die ambulante Heimhilfe. Irgendwie hakelt das furchtbar. Achso, ja, weil ich hochlade. Aber gestern hat es auch so gehackelt und es hat auch irgendwie nicht. Naja, ich war Heimhilfe und Heimhilfe ist stationär, ist also quasi in einem Heim, Pflegeheim, teilweise in Krankenhäusern und so weiter. Die kümmern sich halt um die Leute, tun die Einlagen wechseln. Ich möchte jetzt nicht Windeln sagen, weil das hat man uns verboten zu sagen. Weil das sind Erwachsene, die haben keine Windeln. So auf die Art. Sind keine Babys mehr. Auch wenn sie sich teilweise manchmal so verhalten, aber ist egal. Ich verhalte mich auch manchmal so. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja. Und ja, eben waschen, also Körperpflege. Beim auf die Toilette gehen helfen, falls sie es nicht mehr können, einkaufen, wobei das ist halt jetzt dann die ambulante. Stationär ist halt in der Station quasi, also im Heim direkt. Und ambulant ist, wenn man zu denen nach Hause kommt. Ich habe ambulant gemacht, also ich habe sehr viele Wohnungen gesehen, teilweise auch Häuser. Wobei hauptsächlich eben Wohnungen. Ich bin mir nicht sicher, so dass das wirklich Grauslichste, und ich bin wirklich eine Person, der graust vor fast nichts. Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob es wirklich, naja, grauslich war es eigentlich gar nicht, aber es war irgendwie furchtbar. Messi-Haushalt, also noch schlimmer als ich. Ja, bei mir schaut es aus wie ein Messi-Haushalt, überall sind Plüschtiere oder Lebende, also ich will es auch gar nicht leugnen. Wobei so arg wie bei dem Herrn ist ja nicht. Da waren wirklich Wäscheberge auf dem Boden. Da war ein Flachbildschirmfernseher drin. Der Herr dürfte wochenlang kein Licht gehabt haben, weil sie das erst neu verlegen mussten in dieser Mini-Wohnung. Also das war
kann man ja nicht bloß sagen, ein Zimmerwohnung. Das war viel schlimmer. Es war fürchterlich. Also der hat einen Miniraum gehabt, der war gleichzeitig noch eine Küche. Also die Küche ist nur so ein Stückchen nach hinten. Also sagen wir, das ist so ein viereckiger Raum. Nehmen wir das mal so. Man kommt da bei der Tür rein. Da geht es noch ein bisschen nach hinten. Also da ist das Wohnzimmer, da hat er sein Bett gehabt. Da hinten war eine Küche. Da ging es so rein. So eine Nische, weil da war das Badezimmer. Das Badezimmer bestand nur aus einer Dusche, die vollgeräumt war mit Klamotten und Plastiksäcken, ein Waschbecken und daneben eine Toilette ohne Wasseranschluss. Er hat laut das Zigaretten reingekippt. Ich konnte das nicht sauber machen, weil es gab keinen Schwamm im Haus. Es gab keinen Klobesen im Haus. Es gab nichts. Das war furchtbar und ich sollte die Toilette putzen. Ich habe ein Handtuch nehmen müssen. Und auch fürs Geschirr natürlich dann ein anderes, aber ich musste zum Geschirr abwaschen. Ah ja, genau. Und die Küchenspüle lag auch noch in der Dusche. Das heißt, in der Küche gab es gar keine Spüle. Ich musste tatsächlich im Badezimmer die Spüle verwenden. Und da war alles voll mit Bauschutt. Ach Gott, es war furchtbar. Ich bin total verzweifelt, habe ständig in der Zentrale angerufen, was soll ich machen, ich verzweifle, ich habe nichts da zum Dings. Putzmittel gab es zum Glück, aber halt nichts, mit dem ich hätte putzen können. Es ist, ja, das war das Seltsamste, was ich in meinem Beruf erlebt habe. Ja, damals mochte mich die Vorgesetzte schon nicht mehr, glaube ich. Wahrscheinlich hat sie mich deswegen hingeschickt. Ja, bei den Klienten war ich großteils beliebt. Es gab immer welche, die mich nicht mochten, weil ich entweder zu langsam war oder das nicht so gemacht habe, wie die das wollten. Ich habe ja meine eigene Technik und dann gibt es so Leute wie meine Oma zum Beispiel, meine Großartige, die möchte alles so haben, wie sie das will. Auch wenn es völliger Schwachsinn ist und viel länger dauert und sonst was. Aber es muss so sein, wie sie sich das vorstellt. Oder wie er sich das vorstellt. Aber in dem Fall meiner Oma halt sie. Und Katastrophe war das. Aber an sich habe ich den Beruf wahnsinnig gern gemacht. Bin echt traurig. Und mir fehlt das schon ab und zu. Manchmal stehe ich auf und denke mir, schade, jetzt würde ich gern zur Arbeit gehen. Praktikum möchte ich auch machen. Ich bewerbe mich ja ständig irgendwo in Tierheimen. Momentan brauche ich mich nicht bewerben, weil jetzt bin ich in einem AMS-Kurs. Ich fange erst dann wieder Mitte des Monats an, mich irgendwo zu bewerben, weil das bringt nichts. Wenn ich mich bewerbe und dann kann ich erst in einem Monat starten. Weil die wollen einen, der dann meistens gleich haben. Also fange ich Mitte des Monats an, dann kann ich wenigstens sagen. Also ich kann eh erst Mitte Februar wieder mit einem Praktikum starten. Weil das geht, glaube ich, bis 8. Und wenn ich noch ein bisschen ausrasten kann, werde ich gleich übertreiben. So, wie hoch darf ich eigentlich? Eh so hoch, ja. Ding. Facebook übertreibt heute mal wieder maßlos. Ja, so kann man auch Erde loswerden. Da haben wir auch noch was. Auch wenn es hakelt und ruckelt wie sonst was. Wobei in der Videoaufnahme ist es gar nicht so arg, wie ich das jetzt miterlebe. Ist mir schon aufgefallen, nachdem ich das jetzt endlich geschnitten habe und gespeichert. Hoppala. Ich glaube, es wird Nacht. Ich bin eine Ebene tiefer. Ja,
Was könnte ich jetzt noch erzählen? Ja, eine Dame, die mich von Anfang an nicht leiden konnte, gab es auch. Und es gab Leute, die wollten nur ihre ständige Heimhilfe. Alle anderen wurden total rausgeekelt, quasi. Da werden sie jetzt ordentlich Pech haben, weil das habe ich jetzt mitbekommen von Kolleginnen, die noch arbeiten, beziehungsweise auch nicht mehr arbeiten, aber halt noch, also jetzt nicht mehr vor kurzem, aber als ich sie gefragt habe, man trifft ja doch auch Leute, bis man dann drauf kommt, dass man auch Heimhilfe war. dass das mit den Ständigen aufgehört hat. Also ständige Heimhilfe ist eine, die immer gekommen ist. Also außer sie war halt im Urlaub oder Krankenstand, dann war eine Vertretung da, aber sonst gab es grundsätzlich immer die gleiche. Das hat sich jetzt aufgehört, damit man keine Verbindung zu den Leuten aufbaut mehr. Verfolgt mich der jetzt? Ich hoffe, der kommt nicht nach. Irgendwie ist da dunkel. Mittelding gibt es ja nicht. Nein, das ist alles eine gerade Zahl. Naja. Also, ich bin müde. Aber es ist erst 4:30 und ich habe eh sehr lange geschlafen, wahrscheinlich wieder zu lange. Ich glaube, der Zombie verfolgt mich nicht mehr. Ja, toll. Wenigstens haben wir jetzt nicht mehr so viel Erde, jetzt wo ich Erde bräuchte, zum draußen zu bauen, naja.